Ich habe Gefühle für die. Ich habe mich in dich verliebt. Ich habe mich in die verliebt, glaube ich. We were breaking all kind of laws. We were bouncing off the walls. Tag, Leute, Coinswing ist wieder angesagt und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Freunde, der letzte Prank lief ja ganz gut, falls ihr den noch nicht gesehen habt, das war der Werbeplakat-Prank, ist unten in der Infobox verlinkt, Freunde, oder hier oben einfach auf dieses i klicken, Freunde, kommt ihr zum letzten Prank, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Aber ich habe mir etwas Neues überlegt, ja, ich habe schon so oft in den Kommentaren gelesen, prank doch mal Chris bitte damit, dass du dich in Carina verliebt hast. Also, dass ich mich in Carina, in Chris, seine Freundin, verliebt habe. So, und ich fand es nicht immer so absurd, weil ich eigentlich immer dachte, das klappt eh nicht. Aber heute probiere ich es jetzt einfach mal, okay? Ihr könnt hier oben auch noch gleich abstimmen. Ja, also stimmt am besten jetzt direkt ab, ob dieser Prank funktioniert oder ob es mir überhaupt nicht glaubt. Also stimmt hier oben ab und dann, ja, wisst ihr am Ende des Videos, wie das Ganze ausgegangen ist, Freunde. Ich bin auf jeden Fall mega mal gespannt, ob es mir abkauft oder nicht. Also, ich habe keinen Plan. Ich bin auch wirklich selber gespannt auf seine Reaktion. Jetzt muss ich mir die Kamera verstecken. Das Gute ist an unserem Büro hier, hier kann die Kamera überall stehen, weil die steht eh immer auf dem Stativ. Und man sieht nicht, ob sie filmt oder nicht. Das ist eigentlich echt das Beste. Aber die muss ich jetzt auch noch aufstellen irgendwo und dann muss ich warten, bis er kommt. Und dann sehen wir, ob das klappt oder nicht. So, es ist eigentlich genug gequatscht, aber hier, unser Merch-Shop. Wir haben eine Aktion in unserem Merch-Shop. Da gibt es gerade alle Hoodies die nächsten 3 Tage lang für 33 Euro, Freunde. Nur 3 Tage. Also geht jetzt in die Infobox, da ist unser Shop verlinkt, checkt unseren Shop ab und falls ihr euch was besorgen wollt, dann jetzt für die nächsten 3 Tage gibt es alle Pullis für 33 Euro. 6,5 Stunden später. So, Freunde, Chris ist jetzt da. Jetzt irgendwas trauriges denken. Tote Katzen, Babys oder so. Ich zittere richtig Schiss. Aber wir versuchen es jetzt, ob es klappt oder nicht. Ziehen wir dann. Chris! Komm mal! Muss dir was zeigen? Chris! Ja, beeil dich mal! Was ist denn? Ja, du meinst gleich Konkurrenz mit ihrer neuen Frisur. Ich hab hier das jetzt alles zusammengestellt. Das Kostüm, was wir noch brauchen. Hallo Chris. Ja? Ich glaube, ich muss mit dir reden. So. Was? Ich muss mit dir reden. Warum? Ja, kein Plan, Alter. Schiff? Alter, Monopoly wäre auch mal geil. Ja, wann willst du bestellen? Ja, jetzt oder irgendwann. Oh, fuck, ich weiß echt nicht, ob die Bestellung ausgeglichen soll. Ja, Alter. Hey! Geht's denn nicht echt nicht so gut? Was ist? Mir geht's nicht gut, Alter. Was, dir geht's nicht gut? Ja, mir geht's nicht gut. Hatschi, Gesundheit. Ja, du kennst es. Gleich kommt sie. Geil. Jetzt, was ist? Ja, kein Plan, Diggi. Ich bin ja die letzten Tage und so immer so ein bisschen komisch. Gehe ich aus dem Weg und sowas, ne? Mir? Dir und Carina. Wir sehen uns kaum. Ich bin nicht da. Das hat schon alles seine Gründe für mich. Warum? Ja, weil ich gerade ein bisschen versuche, euch aus dem Weg zu gehen. Hab ich dir was gemacht? Hä? Hab ich dir was gemacht? Nein, wasch nicht. Alter, was bist du jetzt so am Arsch, Alter? Ja, Alter, mich belastet halt schon länger was. Keine Ahnung, wie ich das dir erklären soll. Ja. Den Klaps, oder was? Nein, ich muss nicht zum Dog. Auch wenn es vielleicht eine gute Lösung wäre. Nee, Mann, keine Ahnung. Es ist halt so. So. Ich sehe euch halt immer so, also dich und Carina, und ihr seid immer so happy und so weiter und so fort. Und das freut mich ja eigentlich auch letztendlich. Aber so in letzter Zeit habe ich halt immer so das Gefühl, dass ich eifersüchtig bin. So. Was? Ja, Mann. Auf was? Auf dich, du Räume. Warum?
Ja, keine Ahnung. Weil. Hä? Ja, weil ich halt. Keine, weiß ich auch nicht. Alter, ich häng so viel. Soll mit. Witz sein, oder? Nein, Mann, echt. Ja, klar. Alter, ich häng so viel ich mit. Tränen in den Augen, oder was? Ich, Alter, ich red grad ganz normal mit dir, was soll denn Scheiß? Was soll ich sagen, Alter? Was ist das? Ja, ich weiß halt nicht, was ist, Alter. Was ich da machen soll, wie auch immer, weil. Keine Ahnung, so in letzter Zeit. Ja, jetzt sag doch mal, was ist! Was du machen sollst. Ja, ich hab halt, glaube ich. Die Fresse, Alter. Gefühle für Carina entwickelt, so. Ja, Alter, nee, das ist kein Witz, Mann. Ja. Was genau? Ja, genau. Das ist schon ein Wunsch. Ja, was soll ich machen, Alter? Gegen Gefühle kann man nichts machen. Aber was lachst du, behindert? Weil du lächerlich bist. Weil ich lächerlich bin? Ja. Warum? Alter, ich sag zu dir, ja, hey, Alter, Digga, mir geht's echt behindert und du sagst schon, du bist lächerlich. Ja, was soll so eine Aussage? Ja, was soll ich denn machen, Mann? Gegen Scheißgefühle kann ich nichts tun. Soll ich sagen, boah, ja, Mann, geil, lass teilen. Ja, nein, und was soll ich denn machen als Lösung, keine Ahnung. Ich frage dich. Dich verpissen vielleicht. Ja, wohin? Alter, ja, ich geh kurz. Ja, Alter. Fällt mir jetzt nicht so viel zu ein, ehrlich gesagt. Hab ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Ja, ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll, Alter. Ich hab die ganze Zeit ein mieses Gefühl. Die ganze Zeit. Ich kann nichts. Ohne Witz, ich ess nichts. Fast. Mir ist immer schlecht quasi. Du nimmst auch ab wie eine Sau. Ja, super, Alter. Das ist nicht gerade positiv. Aber ohne Scheiß, ich weiß nicht. Ich bin auch mal eifersüchtig auf irgendwas. Halt. Du musst auch abnehmen. Ja, so. Ja, was mach ich? Du laberst doch scheiße, Alter. Alter, ohne Witz. Chris, warum soll ich dir das denn sonst erzählen? Weil du mich wieder verarschst. Nein. Tu ich nicht, Alter. Ich hab Gefühle für die. Ich hab mich in die verliebt, glaube ich. Ja, Alter, du lachst, aber das ist... Ach, Mann, Alter. Das kann ich jemand anderes erzählen. Das kann ich jemand anders erzählen. Alter, du kannst nicht einfach gehen! Was mach ich jetzt? Alter, Chris! Chris! Komm her! Komm her jetzt! Hi! Peace, Carina, hi! Alter, brauchst du dir jetzt nicht erzählen, Mann. Komm jetzt her. Alter, das brauchst du dir jetzt nicht erzählen. Ja doch, sagst du schon auch. Nein, Mann. Warum darfst du es nicht wissen, wenn es so ist, Alter? Alter, weil es mir peinlich ist wie die Sau. Ja, also denkst du, ich find's cool. Ja, sollten wir es nicht vielleicht sagen? Nein! Alter, Chris, jetzt bleib doch... Bleib doch da jetzt! Aua! Jetzt komm her, Alter! Jetzt komm her, Alter! Jetzt hausch mich noch aus, sag ich mir das! Jetzt hausch mich! Ja, was soll ich denn machen? Du kannst dir mich erzählen, du Hinter! Aua! Aua! Was denn? Wow. Sag doch, bist du eigentlich behindert? Was? Du kannst dir nicht erzählen, du bist geistig gestört. Alter, Max, jetzt macht alles nur komplizierter. Halt deine Fresse jetzt und verarsch mich nicht. Ich verarsch dich nicht. Was, Alter? Wie du lachst. Lass mich lügen! Kein Prank. Also, ist du. Ja, natürlich, du Hund. Ach, Mann. Oh. Warum hast du mir das nicht abgekauft? Oh. Alter! Ich hab mir hier so einen Scheiß nicht gelohnt.
auf. Wieso nicht? Und, ach Mann, Leute, warum glaubst du mir das nicht? Wenn der schlecht war, Mann! Wenn du nur Scheiß-Pranks machst! Alter, Mann, das ist kacke. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Was hätte ich machen sollen? Eskalieren? Ja. Dir das Maul polieren, oder? Ja, zum Beispiel. Sag mir, Alter, Max, das kannst du nicht machen. Verpiss dich. Hey, was soll der Scheiß, hä? Was soll der Scheiß? Du willst, dass du dich hier raus verpisst? Verpiss dich! Das ist doch nach oben da! Die Rache des Todes. Obwohl ich sie mir nie geglaubt habe, weil das scheiße ist. Gar nichts, Alter. Lass den Daumen nach oben da, verpiss dich jetzt! Alter, bis zum nächsten Prank, Freunde! Denkt dran, die nächsten 3 Tage 33 Euro für den Pulli. Das hat natürlich nicht funktioniert, so wie ich dachte. Toll, in diesem Sinne, Leute. Checkt uns im Merch-Shop ab, folgt uns auf Instagram mit Snapchat, schickt Amaging C. Ach man, tschüss, Coinschwing. Yo, Pro-Gang, danke fürs Zusehen. Hier kommt ihr auf jeden Fall zu unserem letzten Video an. An dieser Stelle könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren, um keins unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Und nicht zu vergessen, Pro-Gang, an dieser Stelle hier kommt ihr zu unserem Online-Merch-Shop cmcbrand.de, die coolsten Produkte dieses Planeten.